Wollt ihr mal in unser Studio kommen? Die Möglichkeit haben, für eure Kamera verschiedene Objektive auszuprobieren und ein paar Aufnahmen mit zwei Profimodellen zu machen? Das geht. Heute bei Ingos Studiotag haben 25 Leute dazu die Möglichkeit. Und auch ihr könnt mal dabei sein. Herzlich willkommen zum 8. Tamron Studiotag. Freut mich, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass wir so halbwegs trockenes Wetter haben. Ohne die zwei mache ich gar nichts mehr. Fabienne und Nadine, freut mich jetzt ganz besonders, weil das so zwei meiner, nicht zwei meiner, sondern die zwei Stammmodels sind. Ich glaube, wir kennen uns beide schon 10 Jahre. Ganze Thema Licht, ganze Thema Stative, alles, was nicht mit Objektiven zu tun hat, macht der Thorsten Thies von Rollei. Wir haben heute einfach ein bisschen Spaß. Testen, testen, testen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Solange es anständig bleibt. Ist ja alles kostenlos, habe ich euch versprochen. Ist auch so, kostet euch gar nichts. Ansonsten fangen wir jetzt auch einfach an, genug gequatscht. Wie gesagt, gleich, wenn sich das ein bisschen gesetzt hat, können wir uns dann da mal treffen am ersten Setup. Und sage ich euch ein bisschen was zur Studiotechnik. Ist kein Hexenwerk, kriegen wir alles hin. Und ansonsten auf eure Plätze! So, jetzt ist Ingo bei mir, der Veranstalter von dem Studiotag. Das ist nicht das erste Mal, dass du das machst, ne? Nee, das ist insgesamt, glaube ich, schon der 8. Okay, ja. Seit Jahren also sozusagen. Genau. Warum veranstaltest du das? Ich arbeite ja schon was länger für Tamron und mir ist immer wieder aufgefallen, dass du bei Hausmessen das Problem hast, dass du nicht, oder dass du also das schlechte Licht von Hausmessen hast. Ja. Klar, man kann dann schon mal rausgehen, aber das ist nicht das richtige Testen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, einfach mal eine Veranstaltung, wo du die Tamron-Produktpalette unter Studiobedingungen testen kannst. Netzwerk, Happening, bisschen Essen und Trinken. Und, coole Sache. Genau. Toll. Was hast du da für ein Objektiv drauf? 70-200. Ingo, was kann man denn hier alles ausprobieren? Ja, also prinzipiell die ganze Tamron-Produktpalette ist immer vor Ort. Auch die Adapter für Nikon und Canon. Ja. Und also alles, was Tamron hergibt, ja. Kann man auch ausprobieren. Ja. Zusätzlich haben wir immer, um es ein bisschen auch noch interessanter zu machen, Rollei da, die dann ihre Lampen zur Verfügung stellen. Die Blitze. Weil das natürlich sehr praktisch genau, ist durch die Akku. Ja. Durch die Akkublitze haben wir keine Kabel hier rumfliegen. Ja. Und dann kann man das ein oder andere Stativ nochmal angrapschen. Und die Lichtschwerter, die LED-Lichtschwerter und die Ringlichter und Lensballs, was Rollei hat, so hat. Ja, ja. Okay. Kommen hier viele Studioanfänger hin? Ja, man kann eigentlich, also die komplette Brandbreite. Hier kommen Leute hin, die wirklich nur testen wollen. Ja. Die machen dann auch teilweise 5, die noch nie hier im Studio, überhaupt in einem Fotostudio waren, die noch nie mit Blitzlicht gearbeitet haben. Auch richtige Profis, die wirklich nur testen wollen. Die sagen, okay, ich will das 35, 150 mal testen. Gut. Die kommen hier hin, machen 5, 6 Bilder und sagen wieder tschö. So, es kommen aber auch die absoluten Anfänger, weil das natürlich eine brillante Möglichkeit ist, auch mal in die Studiofotografie reinzuschnuppern. Ne? Ja. So, wenn ich mache dann auch immer so ein bisschen eine Einweisung, was man im Studio braucht. Ja. Das ist jetzt natürlich kein Studiokurs, aber so ein bisschen den Crash. Du machst ja auch Workshops dazu. Genau, so ein bisschen den Crashkurs, so eine Übersicht über die Workshop-Inhalte, die es dann gäbe, wenn es ein Workshop ist. Ja. Hi Michael, du bist heute bei dem Studiotag dabei und hast schon Objektive ausprobiert. Was hast du da jetzt im Moment drauf für eins? Ich habe jetzt das Tamron 24-70mm 2.8 drauf. Okay. Ja. Und du hast eben schon Fabi fotografiert, habe ich gesehen. Genau. Du hast Fabi vor allem im Porträt aufgenommen?
Ich habe gesehen, sie stand an der Wand und du hast da wahrscheinlich geringe Tiefenschärfe, Blende weit aufgemacht. Ganz genau. Und so weiter. Okay. Hast du noch andere Objektive ausprobiert? Ja, ich habe am Anfang das neue Z-Objektiv ausprobiert von Tamron. Ja. Was mir jetzt für Porträtaufnahme innen drin einfach zu große Brennweite hat. Ne? Was willst du jetzt noch ausprobieren hier? Mehr draußen, mehr drin? Wahrscheinlich eher draußen. Eher noch eine längere Brennweite oder eine kürzere Brennweite? Bist du Fan von mehr dem einen als dem anderen? Ich bin eigentlich eher von fast in Richtung Weitwinkel gehen. Okay. Ja, schön. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir davon noch was sehen. Alles klar. Dankeschön. Mein Bestes, ja. Ich sehe hier im Hintergrund ist Nadine, die ist ein Supermodel und dann haben wir auch noch die Fabienne, die haben wir auch schon im Video gesehen. Die auch ein Supermodel ist, die unterstützen dich hier und das findet jetzt dieses Jahr auch noch zweimal statt? Genau, im November, am 12. November ist noch ein Studiotag, da gibt es auch noch Karten für und am 3.12. Ist auch noch ein Studiotag. Und, toll. Wieder mit zwei Modellen wahrscheinlich und den Möglichkeiten, hier alles zu testen. Also ich habe natürlich ich mache das ja schon mal länger in der Fotografie und habe natürlich da auch ein gewisses Portfolio an Models. Ja. Und, aber Fabienne und Nadine gehören zu deinem Stamm. Ja. Zu deinen Stammmodels. Super. Wer die kennt, muss ich auch nichts weiter zu sagen. Ne? Ja. Okay. Gut, vielen Dank. Dann gucken wir mal, was hier noch passiert und wie hier fotografiert wird. Ich danke dir. Wir sehen uns. Bis dann.